Captain Berlin, ich bin's, Max, und wir sind wieder unterwegs, um euch die besten Locations der Hauptstadt zu zeigen. Wieso es dieser kleine Souvenirladen in die Liste der besten Souvenirshops in Berlin geschafft hat, das zeigen wir euch heute. Wir sind bei Eat Berlin in den Hackeschen Höfen in Berlin-Mitte. Eat Berlin in den Hackeschen Höfen. Ich bin hier mit Gründer und Besitzer Adam. Hi. Hallo. Erzähl mal ganz kurz, wie kam es dazu? Seit wann hast du den Laden? Wie hast du angefangen? Angefangen habe ich vor 5 Jahren mit Salatsoßenherstellung, mit der Manufaktur für Dressings und Soßen. Vorteil deiner Sachen hier im Laden ist, sie kommen alle aus Berlin. Wie hast du die ganzen Sachen hier reinbekommen? Also geht man da wirklich in jede kleine Manufaktur und sagt, komm mal in meinen Laden? Es war so, dass ich ja selber vor 5 Jahren auf den Wochenmärkten angefangen habe. Und da habe ich eben auch gemerkt, Mensch, da gibt es noch andere Genusspioniere wie mich, die ihr kleines Ding machen mit ihren speziellen Sachen. Und da war es eigentlich naheliegend, die Homies, die man schon so kannte, sozusagen, Leute, kommt in den Laden, präsentiert euch da. Das entwickelt sich so, dass die Leute tatsächlich jetzt so auf uns auch zukommen. Adam, wir stehen jetzt hier mit deinen Babys, so kann ich sie mal nennen. Das sind deine Soßen, mit der Berliner Senfsoße hast du angefangen. Wirklich zu Hause echt in der Schüssel gemischt und in Flaschen gefüllt? Oder wie muss man sich das vorstellen? So hat es angefangen. Ich habe sozusagen wochenlang Freunde und Familie terrorisiert mit hier, probier mal. Irgendwann fand man es gut und hat gesagt, jetzt kann man es machen. Dann probiere ich mal die Berliner Senfsoße. Das ist eine Soße für Salat oder kann man mit der auch dippen? Ich nenne sie meine Männersoße, denn im Gegensatz zu den normalen Dressings, die ja dann öfter mal von Frauen bevorzugt werden, ist das hier so eine Soße für alle. Also sprich für Fleisch, für Gemüse, für Käseplatten, so eine Allround-Soße tatsächlich. Schmeckt geil. Dankeschön. Wirklich. Dankeschön. Adam, du hast auch noch was ganz Besonderes hier im Laden, praktisch deine Signature-Soße. Erzähl mal, das ist wirklich ganz exklusiv. Das ist unser Superior Gold Dressing und das Besondere ist nicht nur der Geschmack, der besonders ist, aber auch, dass es darin 25-karätiges Blattgold gibt. Es ist das Dressing für die besonderen Momente und es schmeckt auch toll. Sehr schöner Laden, ganz tolle Produkte, außergewöhnliche Geschenke, auch jetzt für Weihnachten, wenn man noch was sucht. Also vorbeikommen, probieren und mitnehmen.